Was hast du für ein Geschenk ab? Cool, jetzt brauche ich nur eine Steckdose. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar heute begrüße ich euch, weil ich muss mich gerade im Auto vor Jill verstecken. Ich hoffe, die kommt jetzt nicht. Wir haben heute den 1.6. Was heißt, heute ist... Warte, die Kamera ist irgendwie scheiße. Okay, wir haben heute den 1.6., was heißt, es ist Weltkindertag und soweit ich weiß, wird Jill heute von ihren Eltern verarscht und ich wollte das Ganze für euch verfilmen und euch das ein bisschen hinter den Kulissen zeigen und für das Ganze, damit das Ganze klappt, darf ich ja die Jill nicht dabei haben, die fehlt jetzt zum Glück und ich hoffe auch, dass sie das Ganze irgendwie nicht mitkriegt und soweit ich weiß, hat Jills Papa für sie so ein kleines Auto, so ein kleines Roller umgebaut, alles in schwarz und so richtig lustig. Das ist so ähnlich wie für alte Menschen, die dann so mit den kleinen Fahrzeugen dann durch die Gegend fahren. Sowas hat der Jills Papa für sie vorbereitet und ich glaube, das Ganze wird ganz lustig und ich hoffe, dass ich die Reaktion von Jill richtig gut verfilmen kann, so dass ich die euch auf jeden Fall zeigen kann und wir zusammen lachen können. Deshalb bis später, wir sehen uns dann im Laufe des Tages. Wir sind jetzt noch kurz an der Tankstelle, weil die Bäckereien bei uns heute zu haben. Haben wir die Brötchen bei uns an der Tankstelle geholt, aber die sind ganz lecker und ich freue mich schon eigentlich bei der, auch das Frühstück bei Jills Eltern. Und Jill, was sagst du, freust du dich auch auf das Frühstück? Ja? Freust du dich? Mhm. Das ist gut. Schäm dich ein bisschen. Ich film dich für die Klicks. Ich Klicks bekomme, film ich. Warum? Ich antworte gerade Kommentare und zwar habe ich gesehen, jemand hat bei dem Zara Haul geschrieben, dass ich den Blazer nochmal verlinken soll, weil die Artikelnummer scheinbar nicht stimmt. Aber ich habe gerade nachgeschaut, der Blazer ist komplett raus, den gibt es einfach nicht mehr. Ja. Okidoki, Ladies and Gentlemen, wir haben die Brötchen und zwar holen wir die mal von Aral. Das sind die besten Tankstellenbrötchen, die es Tankstelle. Gibt. Manchmal bevorzuge ich die sogar vom Bäcker oder so, den Brötchen. Oha, wie weiß meine Zähne gerade aussehen. Aber die Zähne sind nicht gemacht, das habe ich auch so lange geglaubt. Also die hat nichts damit gemacht. Das ist so krass, Piotrik meinte auch immer so, boah, was machst du? Boah, was machst du mit deinen Zähnen und so? Und manchmal werde ich auch in meinen Instagram-Stories darauf angeschrieben, aber ich weiß nicht, jetzt sehen die aber auch extrem weiß aus. Aber an sich benutze ich eigentlich immer irgendeine Zahnpasta, die wir gerade zu Hause haben. So, wir kaufen jetzt auch keine besonderen Zahnpasta, die jetzt 5 Euro oder so kosten. Meinst keine du die Ahnung. Paste, welche wir benutzen? Also wir benutzen Blend damit oder nicht? Oder ja, sowas, Colgate. So Blender. Ja, genau, Colgate, Blender mit, Blender Dent, keine Ahnung, wie heißt das? Übrigens haben wir gerade schon ein Video abgedreht und das war Persönlichkeitstest, den habe ich bei Jill gemacht. Und also, da kam raus, Jill ist ein Allmann. Und jetzt sagt sie auch sogar noch Colgate, das heißt Colgate. Nein, Mann, bist du doof? Colgate, wer sagt Colgate? Colgate total, es gibt doch dieses Dingens. Das ist ja Allmann, ja, so sagen Allmanns. Naja, auf das jeden Fall, die haben gerade ein Video abgedreht. Nicht, dass ihr euch wundert, warum ich jetzt geschminkt zum Frühstück meiner Eltern gehe. Nein, wir haben Gesundheit. Danke. Gerade schon ein Video gedreht. Jetzt gehen wir frühstücken. Oh mein Gott, so lecker. Ja, bis später. Ich freue mich. Und danach grillen wir. Hallo, ich kann mich nicht. Hallo. 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 Hast du gesagt, dass du willst auch Geschenke haben? Mhm. Hä? Ja, komm. Dann fühle ich auch ein Geschenk. Hallo. Hallo, wo gehst du hin? Wo gehst du hin? Geschenk abholen. Geschenk abholen? Was für ein Geschenk? Weiß ich gar nicht. Louis. Was hast du für ein Geschenk ab? Ich hab mir gedacht, jetzt hast du ja so lange in deinem Auto schon. Hm? Was ist los? Wo auch? Wo muss ich drauf? Wo? Oben. Komm mal ein bisschen her. Lustig. Oh, Knopf ist kaputt. Geht nicht. Halt mal Oh. Was Neues geholt hier? Guck mal, dein neuer Ferrari. Kannst du damit fahren? Ich fahre damit. Ja, sicher. Ein neues Fahrzeug. Ich fahre jetzt.
Steige drauf und fahr. Hier, zack. Setz dich drauf, ganze Runde fahren. Ach nee. Sag mal, siehst du wie cool? Nein. Fahr aber nicht so viel. Fahr jetzt. Natürlich, du kannst, wir brauchen jetzt gar kein Auto mehr. Du kannst uns jetzt fahren hier hin. Also Schatz, warum fährt das denn schon automatisch? Du musst Gas geben. Wo? Hier rechts. Und links ist Bremse? Ja, links und rechts ist Bremse. Hä, und wo ist Gas? Rechts. Ach, hier. Ja. Pass auf. Warte, pass auf dein... Pass auf Auto auf. Ich muss hier erstmal raus. Ich war wieder Langeweile. Wie geil ist das? Gibt's eine Hupe? Bestimmt. Eine Hupe, ja! Einbauen! Warte, warte. Du bist voll schnell! Mama, Pö! Wir suchen einen Parkplatz, ich brauch keinen Parkplatz mehr! Jetzt muss ich nicht mehr joggen gehen! Alter! Du bist voll schnell! Aber du hast doch noch ein Paket hinten! Da ist doch noch was! Muss ich das hier auspacken oder was? Nein, weiß ich nicht! Die packen deine Eltern aus, glaube ich! Hast du nicht gesehen? Das ist voll cool. Ey, das ist voll geil, sowas. Guck mal, der hat den Sitz gefüllt. Was sagst du, Jill, zu deinem neuen Auto? Also, erstmal ist es schon scheiße peinlich, aber irgendwie ist das voll geil. Das ist richtig geil. Ich habe das alles beim Umbau gesehen. Aber ich konnte das. Warte, war das umgebaut? Alles, das. Weißt du noch, wo der gesprayt hat mit den Dosen? Ah, ja. Guck mal, das ist das Teil hier und so und alles. Das hat alles selber gebaut. Krass, geil. Das ist richtig geil. Geil, kannst du mit drauf? Ich glaube nicht, aber könnten wir versuchen. Oh. 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 Danke. Das ist die gleiche Größe, die deine Air Force sind. Doch, sieht man. Ja, sogar mit Unterbodenbeleuchtung. Ja. Guck mal, Jill, was sagst du? Voll cool. Zu und wo wird das elektrisch aufgeladen? Hier ist ein Checker. So, Jill ist jetzt nur noch umweltfreundlich unterwegs, ja, auf Elektrobasis. Jill, was sagst du zu deinem neuen Fahrzeug? Ja, cool. Jetzt geht das wie halt... viele Kilometer schaffe ich damit? Habe ich noch nicht ausprobiert, müssen wir testen. Mit nagelneuer Batterien drin. Ich muss mal sagen, das sieht ja auch farblich aus wie dein Auto, ne? Also könntest du im Garage sogar daneben parken. Ja, cool. Jetzt brauche ich nur eine Steckdose. Dankeschön. Und Wemma, was sagst du zu deinem Kindertaggeschenk? Super! Gefällt dir dein Kindertaggeschenk? Ja. Ist mal was anderes, ne? Ich habe noch nie was bekommen zu Weltkindertag. Ja, jetzt. Oh, guck mal, Melanchol. Wo hast du angemacht jetzt? Puff. Das ist aber echt geil. Cool. Möchtest du auch mal fahren? Nein, ich bring mich um damit. Aber bist du zufrieden? Tschüss. Okay, Leute. Wie ihr gesehen habt, die Überraschung hat ja voll geklappt. Also Jill hat das gar nicht geahnt und ja. Also ich habe das auf jeden Fall cool. Nicht gewusst. Ich habe auch nichts geahnt. Die Sache ist, es war so eine Überraschung, was so ein bisschen komisch war. Also ihr habt das wahrscheinlich gesehen. Ich dachte mir wirklich erstmal so, oh mein Gott, was soll ich damit anfangen? So, ich habe ein Auto, Piotr hat ein Auto, wir fahren überall mit dem Auto hin. Und ich dachte mir wirklich so, ich habe ja gesagt, was soll ich damit jetzt? Ich fahre damit, fahr damit doch nicht auf der Straße lang. Und im Endeffekt, das war ja nur so Spaß von Jules Papa, da hat das ja Ganze umgebaut. Ja, das genau. Seht ihr hier, wir werden ja ein paar Bilder einblenden. Da hat das ja alles selber gesprayt, also gefärbt. Also ja, quasi. Ja, also ja wirklich so ja, lackiert und so, ja, ne? Die Räder ausgetauscht, alles umgebaut und ja, das soll ja eigentlich nur so ein Spaß werden, aber das Ganze ist ja auch eigentlich ganz lustig geworden. Der Jules hat das auf jeden Fall gefallen, oder? Naja, auf jeden Fall habe ich wirklich am Anfang so gedacht, so, oh mein Gott, was soll ich damit jetzt? Ich kann damit eh nichts anfangen, ich fahre damit nicht auf der Straße. Aber wir sind gerade, also wir beide sind damit Probefahrten gefahren, Mama, Papa sind damit gefahren, das ist so geil. Das ist echt lustig. Es ist auf jeden Fall lustig, damit zu fahren und mal so zum Bäcker oder so fahren, das ist so das voll will, okay. Ich will das mal sehen, wie Jill damit zum Bäcker fährt, ey. Oder wir wohnen ja nur eine Straße getrennt, wenn ich sage, ja, okay, wir fahren kurz nach Hause, weil wir da irgendwas vergessen haben. Finde ich, kann man das auch benutzen, ansonsten ist es natürlich jetzt nicht irgendwie ein Fahrzeug. So ein bisschen peinlich, ne? Ja, so ein bisschen peinlich, wenn ich damit jetzt zum Beispiel in die Stadt fahre oder so. Aber so just for fun, das ist eigentlich echt lustig. Ja. Und ich habe davon auf jeden Fall nichts gewusst. Ich war so überrascht, wirklich. Ich dachte mir so, als mein Papa so mir den Garagenschlüssel gegeben hat, dachte ich so,
was erwartet mich darin jetzt so ein zweites Auto oder was wirklich? Hans, verlorener und Bruder. Ich weiß gar nicht, ob du es aufgenommen hast, aber auf jeden Fall habe ich ja noch die Air Force bekommen. Die waren ja im Körbchen hinten drin und ich wollte ja unbedingt Air Force haben, damit ich die so customizen kann. Und ja, die wollte ich mir nicht kaufen, irgendwie war ich zu geizig und jetzt habe ich auf meine Air Force. Auf jeden Fall ist die Überraschung richtig gelungen. Ich habe davon nichts gewusst, gar nichts. Ja, Papa hat das ja schon seit Wochen geplant, deswegen voll lustig. Ich habe das ja alles hinbekommen und heute, als ich aufgestanden bin, wusste ich, es ist soweit und das war so lustig. Das war so geil. Naja, auf jeden Fall, deswegen hat Piotr mir das Ganze hier auch als Vlog verkauft. Aber ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben, like, kommentiert. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten danke Video. Danke für dieses tolle Video. Kein und Problem, musste ich bei deinem Papa bedanken. Ich war ja nur der Kameramann. Ja, ich habe mich schon bedankt. Auf jeden Fall, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao. Tschüss. Tschüss.